Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Was bisher geschah. Heute schauen wir uns mal wieder die Neuigkeiten der letzten Tage und Wochen rund um Vanilla und The Burning Crusade an. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch super gerne direkt einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Zur Vorbereitung auf The Burning Crusade bzw. Classic Era Server, welche allesamt Pre-Patch zum 19. Mai online gehen, wird das Aktionshaus für ganze 4 Tage geschlossen. Wenn ihr also dringend Einkäufe tätigen müsst, tut das ganz schnell. Am Freitag, dem 14. Mai um Punkt 19 Uhr könnt ihr keine Geschäfte mehr machen. Stellt am allerbesten kurz vor Schließung nichts mehr ins AHA, da es logischerweise keinen Abnehmer mehr geben kann und die Auktionshauskosten nicht zurückerstattet werden. Wenn ihr also wie gesagt noch ein paar gute Items, Tränke oder andere Dinge für den Prepad shoppen wollt, tut das am besten so schnell wie möglich. Vergesst nicht, man kann Juwelenschleifen schon ab dem Prepatch auf 300 hochskillen. Im offiziellen Forum hat Blizzard die Spieler informiert, dass es ein Update für die Nutzungsvereinbarungen gegeben hat. In den Änderungen gehen die Entwickler weiter gegen Multiboxer vor. So wird ab jetzt die Nutzung von Hard- und Software verboten, welche das Multiboxen ermöglichen. Das Ganze wird bis hin zu Permabans bestraft. Ihr müsst allerdings keine Angst haben, solltet ihr einen zweiten Account besitzen, da lediglich die gleichzeitige Steuerung der Accounts geahndet wird. Das PvP-System wurde in The Burning Crusade geändert. Ist man damals noch bei 1500 Punkten gestartet, geht es heute mit 0 Punkten ins Rennen. Zudem werden die meisten aktuellen Ausrüstungsgegenstände der jeweiligen Season hinter einer persönlichen Wertung gelockt. Um welche Gegenstände es sich hier handelt, seht ihr bereits im Hintergrund. Die Items der Vorseason haben allerdings keinen Lock, sodass ihr diese einfach gegen Punkte kaufen und anlegen könnt. Außerdem gibt es in der ersten Season den Rank Infernal Gladiator, allerdings nur für die besten 0,1% des Teams der jeweiligen Brackets. Dieser wurde eingeführt, da es damals erst ab der zweiten Season Rank-Title gab. Die erste Season wird zudem laut Blizzard erst ein paar Wochen nach Release starten. Das Matchmaking in der Arena wird außerdem regionweit werden. Das soll vor allem längere Wartezeiten verhindern. Der Pre-Patch erscheint am 19. Mai. Was jetzt definitiv keine neue Info ist. Wir sind jegliche Neuerungen des Patches in unserem letzten Video durchgegangen. Schaut doch gerne mal vorbei. Im Pre-Patch kann man nun einige Dinge machen, wie zum Beispiel Juwelenschleifen auf 300 oder PvP spielen, um Ehre und die Marken von diversen Schlachtfeldern zu granten. Blizzard hat offiziell bestätigt, dass man jegliche Marken für die BGs behalten kann und diese nicht resettet werden. Wäre aber auch komisch gewesen. So könnt ihr im Pre-Patch schon mal jegliche Marken und Ehre für BGs sammeln und könnt diese dann mit Level 70 in blaue PvP-Items tauschen. Andere hingegen gehen in den Gebirgspass der Totenwinde vor Karazhan und granten die Geistermobs für Netherstoff. So wird dieser vor allem am Anfang extrem lukrativ sein, da jeder Schneider seinen Skill so schnell wie möglich auf 375 bekommen möchte. Unter anderem natürlich auch, um den Cooldown seiner jeweiligen Spezialisierung ausnutzen zu können. Die Mobs sind allerdings zwischen Level 69 und 70, sodass ihr entweder extrem viel Hitgear mitnehmen solltet oder zumindest einen weiteren Mitspieler, welcher euch unter die Arme greift. Wieder andere spielen einen Paladin bzw. Schamanin oder sogar eine ganz andere Klasse auf Level 60 hoch. Wenn ihr einer der Leute seid, die das Ganze bis zum Release schaffen wollen und es genießen, schnell zu leveln, für die haben wir noch eine Handvoll Tipps. Holt euch auf jeden Fall Verzauberungen wie feurige Waffe, schwaches Tempo auf die Schuhe oder gar Zauberschaden auf Waffe. Schaut ins AHA und kauft euch noch gute beim Anlegen gebundene Items. Dort gibt es wirklich tonnenweise blaue Gegenstände, welche eure Reise beschleunigen können. Wechselt beim Start die Anfangszone und lasst euch am besten von einem befreundeten Hexenmeister porten. Am Anfang wird dort nämlich alles komplett überlaufen sein. Sonst kann man natürlich noch überlegen, dass man sich boosten lässt oder sich ein Level-Addon runterlädt bzw. kauft, wobei man das dann natürlich mit seinem eigenen Spielgefühl ausmachen muss. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr so im Pre-Patch vorhabt. Asmongold hat ein großes 3 gegen 3 Arena-Turnier veranstaltet. Zusammen mit dem One True King Asfant sowie dem Kollegen Rich hat er vor kurzem das Turnier gehostet. Das Ganze hat sich über mehrere Stunden mit einem Spielerdraft hin zu einer Qualifikationsrunde bis zum Finale gezogen. Gewonnen hat dann das Team rund um den Streamer Hydra mit seinem Priester. Hydra hat dann das ganze Turnier aus seiner Sicht mit allen Spielen nochmal hochgeladen. Den Link von Asmongold sowie von Hydra findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jeder, der auf TBC plus Arena steht, sollte dort auf jeden Fall mal einen längeren Blick reinwerfen. Die Entwickler haben eine kleine, aber feine Änderung bekannt gegeben, welche mit dem nächsten Patch auf die TBC-Beta aufgespielt wird. Im Forum hat der Community-Manager Kvex auf die Anfrage eines Spielers geantwortet, dass die Reichweite zur Sicht der Namensplaketten auf bis zu 41 Yards erhöht werden kann. Wir posten euch den Befehl, mit welchem ihr die Reichweite auf bis zu 41 Yards erhöhen könnt, unten in der Beschreibung. Allerdings nicht vergessen, das Ganze wird frühestens mit dem Pre-Patch bzw. TBC funktionieren. Jetzt mal kurz etwas Werbung in eigener Sache. Auf YouTube gibt es seit einiger Zeit die Channel-Mitgliedschaft. Das ist so gesehen das gleiche wie auf Twitch die Subscription. Wenn ihr also Lust habt, uns in unserer Arbeit ein wenig zu unterstützen,
könnt ihr das ab sofort mit eben dieser Mitgliedschaft machen. Das Ganze ist natürlich absolut euch überlassen und wir werden auch weiterhin ohne irgendwelchen Subscription-Zwang unsere Videos veröffentlichen. Dafür machen wir das einfach zu gerne und mit Leidenschaft. Allerdings wollen wir euch die Möglichkeit natürlich auch nicht vorenthalten. Schauen wir uns aber das Ganze erstmal an und ob das für euch dann in Frage kommen würde oder eben nicht, könnt ihr ja danach entscheiden. Wir haben dazu zwei Stufen erstellt. Als Mana-Supporter bekommt ihr für 99 Cent im Monat die Möglichkeit, unter unseren Videos 4 verschiedene Emojis zu packen. Um genau zu sein, handelt es sich dabei um das Mana-Hype-Logo, unsere Flasche sowie 2 Thrall-Symbole. Umso mehr Mitglieder wir haben, umso mehr Emojis könnten wir theoretisch hinzufügen. Zusätzlich bekommt ihr pro Monat, indem ihr Mitglied seid, ein Mana im Rucksack-Logo neben euren Namen in den Kommentaren angezeigt, welches sich pro aktiven Monat steigert. Als Mana King unserer zweiten Stufe erwähnen wir euren Namen in jedem kommenden Video visuell im Outro. Zusätzlich habt ihr natürlich alle Benefits von der ersten Stufe. Zum Schluss haben wir noch ein paar weitere Beta-Keys für euch. Nachdem wir im Stream schon vor ein paar Wochen 20 Stück vergeben haben, haben wir gestern nochmal 10 weitere von Blizzard erhalten. Wenn ihr also noch Bock habt reinzuschauen, um zum Beispiel euren Char zu testen, Karazhan zu raiden oder etwas PvP zu machen, da schreibt uns eine Minigeschichte in die Kommentare, worauf er sich am meisten in TBC freut und warum. Die 10 Kreativsten gewinnen dann einen Zugang. Die genaue Frist findet ihr im ersten Kommentar angepinnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne viel Spaß weiterhin in WoW und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.